Das Maibaumsetzen samt dazugehöriger Feierlichkeit mit Musik und Tanz ist seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Auch in der Stadt Wels hat der Brauch bereits eine lange Tradition. Am Minoritenplatz in der Innenstadt wurde in traditioneller Art und Weise der Maibaum gesetzt. Feierlich wird die Spitze des Welser Maibaumes zum Ort des Geschehens transportiert. Neben der Musikkapelle Sippachtel sind es zahlreiche Vereine, die sich am Marsch zum Minoritenplatz beteiligen. Und dort warten schon tausende Besucher, um dem Spektakel beizuwohnen, nämlich dem traditionellen Maibaum aufstellen. Es ist wichtig, dass wir unsere Traditionen hochhalten, weil es Teil der Identität einer Stadt ist. Und gerade das Maibaumfest ist da zentral für Wels. Wir haben es ganz groß aufgezogen, jedes Jahr mehrere tausend Leute in der Innenstadt. Und das freut uns natürlich noch dazu bei diesem Prachtwetter. Naja, man muss schon sagen, das ist das Fundament der Gesellschaft als solches. Und gerade wie es Maibaum aufstellen ist, wenn eine Gemeinde wie Sippachtel, die ja auch viel Tradition hat, uns einen Maibaum zur Verfügung stellen und dann mit einigen hundert Leuten hier auch auftritt und mit ihren Vereinen hier die Stadt bevölkert, dann ist das natürlich etwas, was in Wels auch ordentlich für Furore sorgt und das gefällt den Leuten. Ein bisschen über zwei Stunden rackerten sich dann die Freiwillige Feuerwehr mit der Landjugend ab, um den Baum perfekt zu positionieren. Und der Bürgermeister ist mit dem heurigen Baum mehr als zufrieden. Der Baum entspricht genau unseren Vorstellungen. Letztes Jahr war der Dahlheimer Baum ja über 30 Meter lang. 6 Stunden aufstellen, das war dann schon richtig Arbeit, auch für die Feuerwehr. Dieses Jahr machen wir es ein bisschen leichter, aber das ist schon gut so und diesmal waren wir auch dabei beim Aussuchen des Baums. Das Schönste beim Maibaum aufstellen ist, wenn es händisch gemacht wird und danke an die Feuerwehr und an die Landjugend, die das mit Bravour hier machen. Ein toller Maibaum für Wels und danke auch an die spendende Gemeinde. Also mir gefällt das sehr gut, speziell wenn die Feuerwehr da so tatkräftig unterstützt und das sind lauter stramme Burschen, die das hoffentlich heuer in 1 bis 2 Stunden schaffen werden. Zum Maibaumfest gehören auf jeden Fall viele Menschen und gute Stimmung, ein schönes Wetter und natürlich ein schön geschmückter großer Maibaum. Und den haben die Welserinnen und Welser jetzt, hoffentlich auch länger, denn Stadtrat Peter Lehner hat Erfahrung, wenn es ums Maibaumstielen geht. Nein, man stiehlt so einen Maibaum nur einmal, aber es war ein tolles Erlebnis, den ersten Maibaum hier am Stadtplatz, den zu stehlen und hier auch den Bürgermeister ordentlich dazu zu bringen, dass er die dann mit dabei waren, nämlich das war die ganze Stadtteilgruppe der ÖVP Lichteneck, einzuladen. Bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen wurde dann noch dementsprechend gefeiert. Für das Rahmenprogramm wurde bestens gesorgt. Vor allem die Traditionsvereine sind wichtiger Bestandteil dieses Fests. Das beginnt bei den Goldhaubengruppen und endet natürlich bei den Veteranengruppen. Also alle dabei, alle da. Wir haben eine neue Volkstanzgruppe in Wels. Auch das ist eine Neuigkeit seit diesem Jahr. Alle werden heute auftanzen und wenn die Musik spielt, dann ist auch die Stimmung gut. Also wir haben versucht, Jung und Alt gut zu unterhalten, also von der traditionellen Blasmusik über die Musikunterhaltung von Kinderschminken, über Kropfen und Bier wird es da heute alle spielen und ich gehe davon aus, dass das lang in den Abend dauern wird, das Fest heute. Und wer nach dem traditionellen Maibaumaufstellen noch Lust auf Shoppen hat, der ist in Wels perfekt aufgehoben. Die Boutique Valerie soll die Freundin sein, deren Kleiderschrank man am liebsten durchwühlt. Valerie, einkaufen bei Freundinnen, Schmidtgasse 26 in Wels. Nun ja, und irgendwann kommt natürlich auch der Hunger und den kann man am besten bei Rustica in Wels stillen. Dort wartet traditionelle italienisch-kalabrische Küche, ob Pizza, Pasta, Fisch oder Fleisch. Für Rustica bedeutet Essen, Familie und Freunde treffen und miteinander eine schöne Zeit verbringen.